dieses Nadelkissen für das Handgelenk, das möchte ich euch zeigen, ist aus Reste gemacht, ruckzuck, man braucht nicht viel dafür. Okay, bis gleich. Oh, es sieht auch super aus an meine Nähmaschine und praktisch, ich glaube, ich nehme das für meine Nähmaschine. Für das Nadelkissen brauchen wir die Zeichnung, die erkläre ich aber euch nachher. Die könnt ihr genau für euer Handgelenk machen. Jetzt habe ich hier meine Stoffreste mal zusammengenäht. Das möchte ich. Und unten drunter möchte ich was ganz Weiches, weil es liegt ja dann auf das Handgelenk, damit das nicht scheuert. Garen. Okay, und Klettverschluss. Jetzt habe ich leider keinen anderen, ich habe keinen lila, also mache ich den. Da zieht man ja nicht, das ist ja nachher unten drunter. So, also, die Zeichnung erkläre ich euch. Ihr nehmt ein rundes und tut das hier drauf. Das war genau das, was ich jetzt hier so für das Handgelenk brauche. Also, zeichnet das rund. Okay. Das habe ich jetzt. Dann nehmt ihr das, also meins war jetzt 7,5 cm eine Breite. Ihr könnt ja dann sehen. Dann nehmt ihr dann die Hälfte, das war, ich habe jetzt hier so die Hälfte. Dann möchte ich hier eine Breite 4 cm haben. Und in die ganze Länge 25 cm. Jetzt tut ihr die 4 cm nochmal teilen, also von jeder Seite 2. Das wäre denn hier. Und dann könnt ihr das hier wunderbar runterziehen, damit ihr hier so ein Schräge habt. Und das auf die andere Seite. Das dürft ihr jetzt nicht. Da habe ich mir daneben. Das schneidet ihr jetzt einmal aus. Das mache ich jetzt zuallererst. Okay. Jetzt habe ich es aufgeschnitten. Hier schon mal dran gesteckt. Jetzt schneiden wir das. Wo habe ich meine gute Stoffschere? Nehme ich ja nie für Papier. Ein bisschen schief. Jetzt schneide ich das aber mit 1 cm Nahtzugabe hier dran vorbei. So. Unten drunter habe ich jetzt ein Video, wie ihr hier die Stoffreste wunderbar zusammennähen könnt. Ganz einfach. Nichts wegwerfen, ihr wisst ja, ich kann ja jeden Rest immer noch hier brauchen. So, okay. Das wäre jetzt das Teil, was für oben drüber ist. Das kommt jetzt hier oben drauf. Seht ihr? Und nachher mit Klettverschluss hier zumachen. Jetzt möchte ich ja unten drunter und das Teil muss ja nachher offen sein, für die mit Watte auszustecken, zu stopfen und in Pappe, was so rund ist, reinzulegen, damit die Nadeln nicht da durchpitschen in die Haut. Aber das tut ja weh. Also knickt ihr dieses jetzt hier so zusammen. Und da brauchen wir jetzt 2 Stück von diesem weichen Stoff. Aber ihr müsst auch hier Nahtzugabe geben, weil hier kommt nachher eine Naht. Nicht nur hier an der Seite, auch hier in der Mitte. Weil das wird ja zusammengenäht. Das mache ich jetzt als nächstes. Ich habe das jetzt fertig zusammengenäht, die 2 halbe Teile, aber in der Mitte eine Öffnung gelassen, weil wir müssen das ja nachher auch wenden und mit Watte füllen. Also jetzt legen wir die rechte Seite nach oben, die rechte Seite nach unten. Und dann seht ihr ja, wenn hier was zu groß ist, ist ja nicht so schlimm. Wir nähen jetzt hier einmal rundherum, dann näht ihr hier rum und das schneidet ihr nachher ab. Ich stecke mir eben das mit Klammern jetzt alles hier fest. Das könnt ihr ganz zumachen, rundherum gewendet wird es ja dadurch die Öffnung. Das muss ich jetzt mit der Klammer, mit der Stecknadel und so, weil doch was drüber ist. Was ihr auch könntet ihr ein bisschen dann so rein, weil das wird ja auch noch mit Watte gefüllt, aber das mache ich nicht so. Okay.
Na, okay, das nähe ich jetzt hier einmal ganz rum und wende das. Was ihr auch noch machen müsst, ist hier kurz einschneiden, wo die Rundung ist. Da lässt sich das viel besser nachher drehen und die Rundung sieht nachher von rechts auch viel besser aus. Und dann wenden. Jetzt habe ich das gewendet und jetzt wird hier entlang genäht, damit die Watte nicht nachher in dieses Verschluss hereingeht und hier rumgenäht. Hier habe ich den Klettverschluss schon dran gesteckt, müssen wir auch nähen. Und von Pappe habe ich jetzt so ein rundes Teil, was nachher könnte etwas zu groß sein. Dann muss ich das nachher noch mal kürzen. Jetzt gucken wir aber erstmal. Das kommt hier zu unterst. Dann pickt das nachher die Nadel nicht so durch. Okay, das nähen, Klettverschluss nähen und dann mit Watte füllen und dieses hier und das mit der Hand nähen. Aber jetzt mache ich das zuerst. Ich habe extra diese Schere noch dahin gelegt. Nicht mit die Stoffschere die Pappe schneiden, sondern immer ein extra. Sonst macht ihr eure schöne Stoffschere kaputt. So, das habe ich jetzt drin. Hier unten ist mein Pappe. Ihr könnt aber auch, wo habe ich jetzt hingelegt, da ist es. Ihr könnt auch irgendeine Folie nehmen, die dick ist oder so eine Verpackungsfolie. Die kann man auch hier reinlegen. Ich hatte jetzt Pappe, weil das brauche ich vielleicht mal für was anderes. Klettverschluss dran. Und dann braucht ihr das nur noch zuzumachen. Und oben die Stecknadel rein. Und ihr habt immer die Hand frei, ihr sucht sie nicht, wie ich das immer so schön kann. Habe ich sie wieder und so rumfliegen. Okay, fertig ist es. Ist ruckzuck aus Reste gemacht. Bevor ihr was wegwerft, habt ihr das wunderbar damit gemacht. Okay, und wenn es euch gefallen hat, geben Sie einen Daumen nach oben. Und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.